Rechner auf den gleichen Stand bringen. Und zwar erstens einmal Audacity öffnen, das ist dieses Programm, dieses Musikbearbeitungsprogramm. Und zweitens die Dateien, die wir bearbeiten wollen, installieren. Dazu geht jetzt ein Stick rundherum, wo diese Dateien oben sind. Und das dauert. Vielleicht kann man es genau. Ja, das mal kopieren. Also die Dateien, die Sie jetzt zu Übungszwecken hinaufladen sollen, haben 2,4 GB. Und das wundert mich, warum das so lang braucht. Du kannst dem Herrn bitte helfen. Wir haben versucht, die ZIP-Datei, der Wolfgang hat das gezippt und über den Server. Hat der Server das schon gebracht? Ja, das stimmt, aber die ist noch nicht da, die Datei. Ja, die sind noch fertig und da geht es rein. Mit E-Mail kann ich es euch auch nicht schicken. Das dauert ein Jahr. Ah, jetzt ist es soweit. Lautsprecher eigentlich. So, der braucht. Das habe ich befürchtet, dass das möglicherweise nicht der Fall ist. Ja, glaube ich, das ist nicht der Fall, oder? Und das ganze Lehrprogramm ohne Lautsprecher. Ja, ist ein bisschen schwierig, ja. Es ist nicht unmöglich, aber. Ja. Oh ja, natürlich. Naja, das wird wahrscheinlich bei alle Downloaden wird das länger dauern. Aber das ist halt nur noch nicht fertig. Okay. Das ist das Problem. Dann würde ich sagen, aber er tut, dass ihr trotzdem mit den Sticks weiterarbeitet. Wir werden dann diese Dateien jetzt später verwenden. Und jetzt gehen wir auf das Arbeitsprogramm. So, ich habe schon begonnen, mich vorzustellen. Also mein Name ist Herbert Buschnick. Ich bin in Pension, war zum Schluss im Bundesministerium für Finanzen beschäftigt, zuständig für Personal in der Steiermark und in Kärnten. Und habe aber ein Hobby und das ist Singen und Gitarre spielen. Und dazu brauche ich, um mich vorbereiten zu können, immer eine Selbstkontrolle. Und zu dieser Selbstkontrolle habe ich ein Programm gehabt, einmal das hat Magix geheißen, lief unter Windows, musste aber immer wieder abgedatet werden, musste gezahlt werden. Und dann habe ich einmal die Umstellung auf Linux, habe viel Herzblut dabei verloren, aber jetzt bin ich so weit, dass ich Linux ein bisschen kann und Audacity auch verstehe und jetzt auch sogar Facetten entdeckt habe, die im Audacity möglich sind, aber im Magix nicht. Und das gibt mir besondere Freude. Und daran möchte ich Sie teilhaben lassen. Vor einem Jahr bin ich noch so wie Sie herumgesessen und habe mich geärgert, weil das Audacity einfach nicht geht und nicht das tut, was ich will. Und das möchte ich Ihnen ersparen. Daher der heutige Audacity Workshop für Anfänger, dass man einfach diese Probleme gleich am ersten Tag lösen. Von der Installation, das brauchen Sie nicht, weil das ist ja schon alles installiert. Aber ich kann Ihnen sagen, der einfachste Weg zu installieren ist, man geht in den Internet Explorer und
Sucht, Audacity, Download. Nur Frage, ist das beabsichtigt, dass du nicht gleich aus einem Repository von der Distribution nimmst? Oder ist dir der Weg nicht bekannt? Der ist mir nicht bekannt. Okay, na passt. Also, ich bin hier für Anfänger, oder so wie ich es gemacht habe. Also, ich bin jetzt nicht im Netz, daher haben Sie gesehen, kein Download möglich. Installation, ganz einfach, Download drücken und es wird installiert. Anders habe ich es bei dem Herrn in der letzten Reihe damals jetzt die Installation über Ubuntu vorgenommen, über die Softwarehilfe. Der Stick ist frei. Der nächste Punkt, nutzen Sie die Hilfe, und zwar Hilfe hier im Programm und der Handbuch, das leider nur in der englischen Sprache verfügbar ist. Zumindest so nach meinen Recherchen habe ich es nicht anders gefunden. Und zwar sehen Sie das Handbuch und da schauen Sie sich den Inhalt online an. Geht wieder jetzt nicht, weil ich nicht online bin. Oder doch? Doch, scheinbar geht's. Gut, also da ist das Handbuch über alle Funktionen in englischer Sprache. Und jetzt sind wir schon bei der Benutzeroberfläche. Auf Deutsch gibt es das nicht. Sie haben jetzt, Sie haben nicht die Benutzeroberfläche. Ich glaube aber am Stick habe ich sie als JPEG-Datei. Wenn Sie in der Na, vielleicht können wir es so machen, dass wir hier die Benutzeroberfläche anschauen. Und hier haben wir, sehen Sie den Mauszeiger? Ja, hier oben haben wir die Erklärungen zu den einzelnen Funktionen, aber wir haben verschiedene Bereiche. Hier haben wir leider in Englisch, Sie haben es aber in Deutsch, in Ihrem die Menüs von Datei über Bearbeiten, Transport, über Effekte. Dann haben Sie das ganz Gleiche, was in den Menüs zu haben ist, auch hier in der Symbolleiste. Wenn wir weiter hinunterschauen, haben wir eine Zeitleiste, die Timeline. Hier sehen Sie, wie lang das Musikstück dauert oder wie eine einzelne Sequenz Zeit in Anspruch nimmt. Dann haben wir links unten die Nummer 13. Hier ist das Spurenmanager. Hier wird jede Spur entweder laut gestellt, leise gestellt oder auch der Spurname vergeben. Und hier haben wir das Herzstück. Das ist die Spur, der Spurenbereich. Und hier sehen Sie eine Stereospur, also oben der linke Kanal, unten der rechte Kanal. Das Ganze lässt sich auch in einen Monokanal zusammenfassen. Nun schauen wir uns das aber in Ihrem Programm an. Schließen. Ich schließe jetzt die Hilfe. Und hier möchte ich jetzt einmal irgendetwas tun. Und zwar werden wir testen, ob Sie überhaupt ein Mikrofon hier eingebaut haben. Weil ohne Mikrofon können wir die erste Übung gar nicht machen. Sie drücken einmal auf den Aufnahmeknopf. Das ist der rote Knopf. Es erscheint dann auch der Aufnahmeknopf. Und dann beginnt ein Zeiger zu laufen. Bei mir nimmt er jetzt den Ton auf. Probieren Sie es jetzt. Ich
drücke auf die Stopptaste, das ist das Rechte, dann hört der Zeiger an zu laufen und die Aufnahme ist gestoppt. Probieren Sie einmal, ob bei Ihnen ein Mikrofon funktioniert. Das heißt, wir sind ganz schwer gehandicapt in unseren Übungen. Also wenn wir den Lautsprecher da oben das Mikrofon lauter gemacht und seither geht's. Sie haben das Mikrofon lauter gestellt. Aha, bitte, wenn du das... Das Mikrofon lauter stellen, okay? Ja. Rechts oben gibt es so ein Lautsprecher-Symbol und wenn man draufklickt, gibt es das Mikrofon, das kann man lauter und leiser stellen. Genau. Ist es auf Maximum gestellt oder was? Nein, es ist auf 2 Drittel oder so. Nee, ist nichts. Das Mikrofon. Ich bin ja überall auf Max. Ja, überall. 1, 2. Ah. Oh ja, Anzeige habe ich. 1, 2. Aha. Okay. Aber ich glaube, das ist nur Hintergrundrauschen. Das ist nur. Nein. 1. Achso, nein, das ist es nicht. Dann bitte in den Einstellungen. Das. Schauen wir mal. Gern. Ja. Man kann das in den Einstellungen. Nein, er zeigt nichts an. Das ist die Wiederholung. Ja. Sie haben jetzt den Einstellungen. Da ist gar kein Mikrofon. Nein, ja, er zeigt gar kein Mikrofon an. Okay, funktioniert es bei irgendjemandem von Ihnen? Ich weiß nicht, ist das jetzt, nimmt er da was auf oder ist die Skalierung jetzt? 1, 2, nein, nimmt nichts auf. Also da müsste ein Ausschlag sein. Okay. Also bei den meisten warten wir, bis der Herr wieder kommt. Vielleicht ist es nur eine Einstellungssache, weil das bei dem Gerät. Nein, er nimmt dann auch trotzdem nichts auf, es scheint nur Rauschen zu kommen. Aha, okay. Gut, dann gehen wir davon aus, dass wir diese Möglichkeit nicht haben. Jetzt müssen wir, anstatt hier jetzt selbst eine Tondatei zu generieren, machen wir mal jetzt einen ersten Schritt, wie können wir das Ganze wieder löschen? Da gibt es eine ganz faszinierende Taste, die ist da oben und heißt rückgängig. Sie drücken auf diese Taste und der letzte Befehl wird retourniert. Ist noch immer, dann noch einmal drücken. Dann sind 2 Befehle gewesen. Es wird nur immer der allerletzte Befehl wird. Und wenn ich rechts davon den Pfeil nach rechts anklicke, dann wird der Zustand der vorherige wiederhergestellt. Also wir gehen wieder zurück. Das heißt, wir werden jetzt eine Aufnahme hereinholen von woanders. Das heißt, wir gehen in den Dateimanager und suchen den Ordner, den Sie jetzt kopiert haben, Linux-Tage. Und nehmen eine Musik zum Schneiden einmal, den Ordner. Und da habe ich 3 Dateien und dann nehmen wir eine, die eine Aufnahme aus einer Messe, wo Gesangsstücke und Nicht-Gesangsteile vorkommen. Da drücken wir mit der, gar nichts. Mit der rechten Maustaste hin, da erscheint bei mir mit Audacity öffnen. Haben Sie auch sowas? Öffnen, das war Musik zum Schneiden, ne? Das war Musik zum Schneiden, ja. Genau. Und die Messe? Die Messe, Teil der Uraufnahme. Okay, ja. Und jetzt ist das Ganze, wenn man wieder auf Audacity geht,
rechts, links bei diesem Kopfhörersymbol. Dann öffnet sich diese Aufnahme. Sie hören es leider nicht, ne? Jetzt, aber jetzt kann ich nur hier, vielleicht kann ich hier laut stellen, dass Sie mithören können. So, jetzt kommt die nächste Funktion, der Startknopf. Das ist dieser Knopf, also abspielen. Und der Cursor in meinem Computer schon Lautsprecher eingebaut. Hören Sie es? Ja. Ja, ich höre es ein bisschen daher. Ja, das wär super. Okay, eine Damenstimme. Wer hört nicht? Dann würde ich bitten, die ganze Reihe, die ihr hört, nicht. Da ist kein Lautsprecher dran müssen. Ich habe da einen Lautsprecher-Test, da tut sich gar nichts. Da tut sich nichts, aha. Okay. Gut, dann müssen wir die einen Lautsprecher haben, was werden wir jetzt machen? Wir wollen zwei Musikstücke, die hier drinnen sind, separieren und in einer gesonderten Datei abspeichern für andere Zwecke. Wie machen wir das? Wir schauen einmal, wo der Anfang und das Ende ist. Ich spiele mal. Jetzt läuft der Cursor. Jetzt hört man das Geräusch in der Kirche. Dann fängt die Gitarre an. Und wenn ich will, dass die Gitarre auch dabei ist, gehe ich einmal auf Stopp und gehe mit dem Cursor dann. Vorher mache ich das noch mit dem, du gibst ein Plus neben der Uhr. Nehme ich die Spuren einfach breiter, damit ich einen besseren Zugriff habe. Und ich fahre mal hier mit dem Cursor dazwischen hinein und schaue, ob ich hier richtig bin. Jetzt habe ich getroffen den Anfang. Ich markiere einmal das ganze Stück. Und mache es aber auch dann, weil nicht alles auf dem Bildschirm bekomme, kleiner. Mit der Minus-Taste, Lupe Minus. Und jetzt sehe ich, wo wird das Lied voraussichtlich aufhören. Da werde ich jetzt die Markierung mit diesem Trick weiterziehen. Ich fahre zum Ende der Markierung. Cursor verwandelt sich in einen weißen Pfeil und ich schiebe das Ganze bis zum voraussichtlichen Ende. Jetzt habe ich das Musikstück einmal markiert und jetzt möchte ich irgendwas damit tun. Ich möchte es in eine Datei umwandeln. Das heißt, ich wende jetzt etwas an, was nur in Audacity geht, aber nicht in Magix. Ich mache jetzt eine Markierung, dann ziehe ich das mit der Maus rüber. Ja. Und dann habe ich diesen dunklen Bereich. Oder? Ja, aber jetzt gebe ich diesem Bereich einen Namen. Und das ist mit Spuren, wir klicken Spuren an und da unten gibt es ein Feld, das heißt
Textmarke bei Auswahl hinzufügen. Ich drücke auf das und sehe, es wird eine eigene Zeile gebildet, das ist die Textzeile. Und wir nennen dieses Textstück jetzt mit irgendeinem Namen. Hat jemand das Musikstück erkannt? Ja, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Sagen wir, weibliche Singstimme. Nennen wir sie weibliche Singstimme. Singstimme. Ah, Dreier. Und auf die Enter drücken, damit ist dieser Fall abgeschlossen. Also nicht ganz abgeschlossen, es ist einmal die Schrift. Man kann es jederzeit ändern. Wo speichert er das hin? Noch nicht, ist noch nicht so weit. Danke, aber es ist eine interessante Frage. Ich kann das Ganze natürlich, jetzt kommt eine Frage, ich bin gleich so weit, das Ganze verschieben. Ah, noch jemand? Stick? Ah, schon alles fertig. Das ist die erste erfreuliche Meldung. Ich kann hier das redigieren. Ich kann aber auch das Ganze verschieben. Und zwar, da gibt es zwei Verschiebemöglichkeiten. Den ganzen Bereich, aber auch nur einen Teil. Und wenn ich einen Teil verschieben will, dann muss ich die Innenseite dieses Objektes angreifen. Dann kann ich das verkürzen. Entschuldigung, was macht das für einen Sinn, die Zuordnung zum oberen Teil aufzuheben? Zum oberen markierten Teil? Ah, wenn ich ich tue es ja kontrollieren. Kontrolliere, spiele sie jetzt ab. Dass ich genau dann bei diesem Punkt, wo es aus ist, auf die Pause-Taste drückt. So, jetzt habe ich auf die Pause-Taste gedrückt, der Cursor. Der ist erkennbar. Auch den Bereich, der unten markiert ist. Der ist jetzt nachher. Ja. Und daher korrigiere ich das jetzt und schiebe es jetzt dorthin. Also für nachträgliche Korrekturen. Das ist nicht immer synchron sozusagen mit dem oberen markiert. Nein, es ist immer. Es ist ganz synchron. Ich habe nur jetzt den Anfang habe ich genau gemacht, ja. Den Schluss aber noch nicht. Den habe ich jetzt redigiert. Könnte ich den Anfang auch noch verschieben oder sowas? Bitte? Könnte ich den Anfang auch noch? Geht auch, ja. Bitte stellen Sie solche Fragen, die sind ganz wichtig. Ich kann auch den Anfang verschieben. Okay, das heißt, wenn ich die Gitarre nicht haben möchte, dann muss ich draufkommen? Genau, oder ich will nur die zweite Strophe haben. Ja. Oder die lange Pause will ich nicht haben oder so. Ja, die will ich sowieso nicht haben. Die kommt jetzt auch weg. Wir schauen uns das nächste Stück analog an. Daher gibt es jetzt einen Trick und das ist auch super. Wenn ich die Wiedergabe starten will, dann fahre ich zur Timeline hinauf und da wird der Mauszeiger zu einem Händchen. Und dort fand, wenn ich dieses Händchen auslasse, beginnt schon die Musik an dieser Stelle wiederzugehen. Die Musikwiedergabe an dieser Stelle. Also probieren Sie das einmal, das Händchen. Aber wenn Sie jetzt auf die Stopptaste drücken, geht der Cursor wieder an die alte Stelle zurück. Das ist jetzt diese, hier ist er jetzt. Und er würde auch wieder hier anfangen, wenn ich die Wiedergabetaste drücke.
Das heißt, Sie haben jetzt zwei Wiedergabemöglichkeiten gesehen. Die erste ist mit der Wiedergabetaste, wie beim Kassettenrekorder. Dann haben Sie gelernt die Stopptaste. Was wir noch nicht gelernt haben, ist jetzt die Pausentaste. Probier die Pausentaste aus. Wo bleibt der Cursor stehen? Dort, wo die Pausentaste gedrückt ist. Und dort kann ich auch weitermachen. Aber wenn ich jetzt auf Stopp drücke, geht der Cursor wieder an die ursprüngliche Position zurück. Das ist etwas lästig. Dafür gibt es auch einen Trick oder dagegen. Und zwar, ich beginne wieder mit der Wiedergabetaste und drücke dann Umschalten und A. Umschalten und A heißt, dass der Cursor dort an der Stelle stehen bleibt jetzt und dass er auch dann von dieser Stelle wieder weitergeht. Also ich beginne mit der Wiedergabetaste. Und drücke Umschalten und A. Er bleibt stehen. Bitte Umschalten und A drücken. Hat es funktioniert, ja. Und jetzt ist er genau an dieser Stelle stehen geblieben. Und wenn ich jetzt die Wiedergabetaste drücke, dann geht er genau von dieser Stelle weiter. Das sind Feinheiten im Transport. Schneller, ganz, wenn wir gleich die Transportleiste weitermachen, dann haben wir die Rücktaste, wie steht die in Deutsch, da an den Anfang springen, also die Home-Taste, und die andere ist ans Ende springen. Ganz ans Ende. Das war jetzt zwischendurch Transportkontrolle. Wir gehen jetzt weiter mit dem Musikstück, dem zweiten, und wollen das auch markieren und in eine Datei bringen. Daher fangen wir hier einmal an, wo wir sehen, hier könnte ein Ton sein. Beginne ich. Okay, die Gitarre fängt hier an. Also ich mache es heute nicht so genau, wie ich es im Studio machen würde. Ich sage, hier beginnt die Gitarre und markiere das bis zum Ende, weil hier ist sicher nicht der Schluss mit aufgenommen. Ich habe jetzt wieder eine Markierung vorgenommen und möchte dieses zweite Stück auch in einer Datei abspeichern. Was mache ich? Wer weiß das noch? Ja, Spuren und Textmarke. Spuren und Textmarke bei Auswahl hinzufügen. Sehr gut. Und das, ich glaube, das war ein Chor. Nehmen wir Chorstimme. Chorstimme und die OK-Taste. So, jetzt muss ich aber die Markierung aufheben. Die Markierung wird gehoben, indem ich irgendwo hinklicke. In ein Feld, wo keine Markierung ist. Damit ist die Markierung aufgehoben. Und jetzt möchte ich das speichern. Und da gehe ich auf Datei. Was will ich jetzt? Ich habe hier mehrere Möglichkeiten zu exportieren. Eine Einzelspur oder ein einzelnes Lied zu exportieren, da wähle ich Ton. Ja, wenn ich die ganze Datei exportieren will, dann wähle ich Ton exportieren.
Wenn ich nur einen markierten Abschnitt exportieren will, dann ausgewählten Ton. Textmarken exportieren, das habe ich noch nicht gemacht, aber jetzt kommt das, was wir brauchen, mehrere Dateien exportieren. Wir klicken auf mehrere Dateien exportieren. Es erscheint ein Fenster, wo wir als erstes einmal unseren Zielort auswählen müssen. Der Zielort wird bei Ihnen sein Linux Tage 2017. Bei mir ist es was anderes, weil ich von meinem Notebook, ich habe das auf Computer, aber auch Linux Tage 2017. Und da habe ich für Sie vorgesehen einen Ordner Übungsprojekte. Und dort werden wir einmal grundsätzlich diese zwei Liedstücke abspeichern. Wir klicken auf Öffnen. Was jetzt wichtig ist, dass hier erzeuge Dateien anhand von Textmarken, dass das bei Ihnen angeklickt ist. Was ist der Übungsprojekt? Übungsprojekte, genau, ja. Okay. Okay, und da öffnen. Ist schon da, super. Wie ist es jetzt, mehrere Dateien exportieren oder was? Mehrere Dateien exportieren. Genau, und was muss jetzt da angeklickt? Da die Datei, also das Verzeichnis auswählen. Okay, das passt ja. Und dann da unten Textmarke, das ist auch schon angeklickt. Okay, bei Ihnen geschafft? Bei Ihnen? Mein Problem ist, ich habe noch nicht Audacity installieren können. Ich habe da Schwierigkeiten auf dem Manjaro. Sorry, trotzdem, ja. Tapfer, dass Sie da bleiben. Ja. Wie geht's Ihnen? Ja, also ich habe schon markiert und eben da hier. Ja, super. Dann, wer wagt den nächsten Schritt? Exportieren. Was für Format? MP3 bitte. Entschuldigung. Bei mir steht da nichts. AFF ist vorgegeben. Okay. Und da sehen Sie schon, hier können Sie Informationen hineingeben. Metadateien heißt das. Und dann auf OK drücken. Das wird jetzt zweimal der Fall sein, weil zwei Dateien. Und dann okay, wenn sie exportiert sind. So, jetzt haben wir mal. Gibt es noch Fragen jetzt dazu, weil ich komme zum nächsten Thema? Das war mal Benutzeroberfläche. Wir schauen in die Werkzeugkiste. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, hat da jetzt die Dateien genau, die Abschnitte, die wir vorher markiert haben, die sind genau dort. Bitte das kontrollieren. Die Sinnstimme und die Vorstimme. Ja, schauen Sie es einmal an, bitte kontrollieren. Das mache ich auch immer, ich habe so viele Fehler schon entdeckt, weil ich nicht wenn ich kontrolliert habe. Und zwar können Sie es mit Videos zum Beispiel öffnen. Also ich sehe, ich höre schon einiges, ja. Das ist. Gut, dann schließen wir die Kontrolle ab. Und wir lernen jetzt ein neues. Nochmal, das ist einen neuen Schritt kennen. Das ist
wie bringe ich das weg ohne die Rücktaste? Eine Funktion kennen Sie schon, die Rücktaste. Aber wie bringe ich das weg? Wie bringen Sie das weg? Das Bild da, also diese Spuren. Ich klicke einfach in den unteren Bereich des linken Kastens. Ich habe irgendwo einen Laserpointer. Danke, das ist der Sinn eines Workshops, dass Beiträge kommen, also Dateien neu, wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, ich klicke daher ist der ganze Spurbereich markiert, also in diesen Bereich klicken. Und dann gehe ich auf Spuren und welche Zeile wird sein, Spur oder Spuren entfernen. Okay, jetzt ist noch eine Spur da. Die Textspur, die ist übrig geblieben. Das Gleiche. Oder jetzt brauchen Sie, glaube ich, gar nichts tun. Weil wenn nur eine da ist, dann tut er alles entfernen. Nein. Muss man markieren, Spuren entfernen. Okay. Du wolltest immer eine Spur entfernen, wie war das gegangen? Weil wir immer zwei Spuren jetzt von der Kopie. Machen wir eine neue Spur. Es gibt auch eine Funktion, neue Spur erzeugen. Mhm. Dann folgt eine Monospur, oder ich nehme eine Monospur, ist platzsparender. Okay, jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, sie ist markiert, weil sie ist grau. Nicht? Daher, wenn ich sie jetzt entferne, Spuren entfernen, ist sie weg. Noch Fragen bis jetzt? Dann gehen wir zur Werkzeugkiste. Die ist da unten. Ist verschiebbar. Hat einige wichtige Funktionen. Drei kenne ich davon. Ich kenne nicht alle. Das eine ist dieser I-Träger, also das I. Das ist der Modus, in dem wir bisher gearbeitet haben. Also das ist der allgemeine Modus. Der zweite, der heißt Hüllkurve. Damit kann man ein Musikstück in der Lautstärke verändern. Und zwar nicht das gesamte Musikstück, sondern Teile des Musikstücks. Man kann es gleitend verändern. Und das dritte, das ich Ihnen zeigen will, das ist das Verschiebewerkzeug, wo man einzelne Teile eines Musikstückes verschieben kann. Das werden wir jetzt anhand eines Beispiels anschauen. Wir importieren irgendetwas. Und zwar Datei importieren. Und da verwenden wir gleich die MP3-Dateien, die wir... Was ist der Unterschied zwischen öffnen und importieren? Öffnen ist ein Projekt. Bei Öffnen wird ein ganzes Projekt geöffnet, bei Importieren eine Datei. Importieren, also meistens wird es Ton sein. Und da schauen wir jetzt diese beiden, haben wir eine, tun wir die Damenstimme importieren. Ich muss sie wieder suchen, ich habe nämlich Computer, Linux-Tage, Übungsprojekte, weibliche Singstücke und öffnen. So, jetzt machen wir aus dieser Stereospur eine Monospur. Daher gehen wir auf Spuren, Stereospur in Mono umwandeln. Also wegen der Übersichtlichkeit. Übrigens, die Qualität ist natürlich MP3 nicht so gut wie in Wave. Wave ist eine sehr gute digitale Möglichkeit, Musik wiederzugeben.
kommt nahe an HiFi ran, aber HiFi ist eben analog. Und, aber MP3 ist sparsam und lässt sich auch mit E-Mail verschicken. Jetzt machen wir eine neue Spur auf, gehen auf Spuren und erzeugen eine neue Spur. Also da fragt er wieder Monospur. Eine Monospur. Okay. Und was wir jetzt einmal das Einfache kennenlernen, wir sind jetzt in diesem E-Modus, wo der Mauszeiger hinzeigt. Ja? Bei Ihnen wird der weibliche Singstimme und Wunschspur angezeigt, in Gelb. Bei mir fehlt es. Bei mir steht da kein Text. Aha. Das müsste, hier ist der Name der Spurname, der wird automatisch übernommen von der Datei, den kann man auch verändern. Aber mich wundert es, dass bei Ihnen nicht der... Ja, bei mir ist auch inzwischen nicht eine Ansichtseinstellung. Klein auf jeden Fall. Vielleicht ist das in den Einstellungen... Gibt es jemand, hat jemand hier auch diese gelbe Schrift? Da hinten? Achso, da steht es. Ja, aber das steht da auch. Ja, nur das, ja, aber die gelbe Schrift ist nicht. Ja, könnte in den Einstellungen... Tut mir leid, müsste ich suchen, kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht weiterhelfen. Das ist kein Fehler, sondern nur Einstellungssache. Ist sicher nur Einstellungssache. In bearbeiteten Einstellungen gibt es Programmoberfläche und dort gibt es eine Checkbox für Spurname in der Wellenfahrtsanstellung. Danke. Vor dem Vorhang. Ja. Und wir haben jetzt aus dieser Stereospur eine Monospur ausgemacht. Ja. Wie ist das gegangen mit Spuren? Ah, Spuren, Stereo, Spur in Monospur umwandeln. Ich klicke es nochmal an. Ah, das ist jetzt nicht unterlegt. Ja, es ist nur dann unterlegt, wenn eine Stereospur da ist. Und das macht man, wenn man die Qualität erhöhen möchte? Nein, die Qualität wird dadurch nicht erhöht, die wird eher verschlechtert, weil aus Stereo wird ein Mono-Mix gemacht. Das wird nur, es ist leichter zu bearbeiten. Und zum Vortragen ist es leichter, wenn ich nur mit einer Spur arbeite. Also das ist... Bei mir ist die Qualität nicht so im Vordergrund, weil ich dieses Programm nur zum Üben brauche. Und da ist es nur wichtig, ob der Ton in der richtigen Höhe ist. Aber in der Qualität ist das nicht entscheidend. Also heute geht es nur um Veränderungen, um gewaltsame Veränderungen eines Musikstücks. Und so eine gewaltsame Veränderung werden wir jetzt machen. Wir nehmen hier die erste Strophe heraus. Jetzt nehme ich eine Annahme. Ich nehme hier an, bei 1,35 circa wäre die erste Strophe aus und setze den Cursor dorthin. Dann markiere ich, Sie sehen, wenn ich mit der Maus hinfahre, wird der Pfeil wieder weiß. Und ich kann hier markieren, soweit ich will. Ich gehe jetzt bis zum Anfang. Markieren heißt, ich will etwas mit diesem Objekt, das sich jetzt gebildet hat, tun. Und jetzt das Programm, das Verschiebewerkzeug. Ich glaube, es ist auch F3. Ich probiere mal F3. Na, F3 ist es nicht. F4? Nein. F5? F5. Also dieses Verschiebewerkzeug braucht man nur anklicken oder F5 drücken und ich kann mit diesem Teil... Sorry, da habe ich einen Fehler gemacht. Welchen? Ich habe das nicht zerschnitten. Daher ist es noch immer ein Stück. Jetzt hat er das Komplette heruntergetragen. Ich muss das vorher zerschneiden. Das heißt, ich muss wieder zurückgehen auf diesen E-Träger oder F1 und hier den Cursor hersetzen. Das ist jetzt schwer.
muss die Markierung aufheben. So, jetzt habe ich den Cursor dorthin gesetzt, an die Stelle, die ich trennen will. Und trennen gibt es eine Bearbeiten-Möglichkeit. Oder, ne, ich tue es immer mit einer. Das mit dem, ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, aber mit Steuerung und I wird das getrennt. Probieren Sie Steuerung und I. Es ist irgendwo im Bearbeiten drinnen. Im Moment fällt es mir nicht ein. Clip grenzen und dann Clip trennen. Bitte? Bearbeiten, Clip grenzen auf Deutsch und dann Clip trennen. Clip grenzen. Nein, wie, ich hab doch. Wahrscheinlich bei Globus markieren, wie soll das machen? Cursor, das heißt, die Cursor setzen? Cursor setzen? Bearbeiten? Tondateibegrenzungen. Tondateibegrenzungen? Ah ja. Tondatei trennen in neu. Ja, da steht die Steuerung nie hinten. Steuerung nie steht da hinten. Ah, du hast auf Deutsch auch alles komisch. Danke. Das ist mir gar nicht bewusst. Ich habe immer, seit es ist jetzt eine Änderung erfolgt bei Linux, und zwar von 2014 auf 2016, und da hat sich auch das Audacity wunderbar auf positive Weise mitverändert. Scheinbar ist das, seither habe ich es nicht mehr gesehen. Ich habe immer mit Steuerung I gearbeitet. Okay, und jetzt probieren wir jetzt mit F5 oder das Verschiebewerkzeug. Und jetzt geht's. Jetzt kann man diesen Teil in eine andere Spur versetzen. Ich kann auch die obere Spur verschieben, hin und her, wie es mir beliebt. Wichtig ist immer, in dem Fall, ist gar keine Markierung notwendig. So wie Ihnen was Falsches gesagt vorher, zuerst markieren. Das ist für dieses Werkzeug nicht. Der packt immer das ganze Objekt an und verschiebt es. Okay. Jetzt werden wir wieder das ganze Lied wiederherstellen mit der Rücktaste. Muss man ein paar Mal drücken, bis auch die Schnittstelle verschwindet. Dann gehen wir wieder auf dieses Auswahlwerkzeug I. Und jetzt probieren wir die Hüllkurve. Hüllkurve heißt, wir wollen die Ton, die Lautstärke teilweise verändern. Das heißt, ich drücke das jetzt, die Hüllkurve, das hier. Jetzt erscheint oben und unten ein Rand, ein blauer Rand. Und hier kann ich mit der Maus, ich sehe hier, hier ist eine laute Stelle, die möchte ich leise machen. Ich setze hier ein paar Punkte. Oder vor der Stelle einen Punkt und hinter der Stelle einen Punkt. Eigentlich zwei Punkte. Zwei, immer jeweils zwei nebeneinander. Weil sonst wird es. Naja, wie soll ich das erklären? Und ich fahre jetzt herunter. Und das Wunderbare ist hier, bei den letzten zwei Punkten bildet sich eben eine, wie sagt man da, eine Fade-Out, eine Fade-Kurve, die ein, nicht ein abruptes Verändern nach sich zieht. Jetzt ist diese Stelle auch gleich laut wie alle anderen.
Wie kriegt man die Punkte wieder weg? Die Punkte wieder weg, okay. Bin ich jetzt wenige gesetzt, ich möchte es wieder von vorne beginnen. Also einfach mit Rückgängen. Mit Rückgängen, können Sie alles rückgängig. Aber es gibt sicher eine Möglichkeit, die Punkte wieder rückgängig zu. Ich kann sie natürlich gewaltsam jeden Einzelnen herunterziehen. Oder wollen Sie nur die Punkte weg oder auch die? Nein, ich hab einen zu wenig gesetzt gehabt. Ja. Und bevor ich da weiter herumbessern anfange, beginne ich von vorn. Ja. Da habe ich jetzt einfach alles rückgängig gemacht und jetzt die Punkte neu gesetzt. Ja. Und jetzt. Aber es gibt eine sehr gute Möglichkeit, aber es gibt sicher auch eine Möglichkeit, einzelne Punkte zu entfernen. Die weiß ich aber nicht, die müsste ich auch probieren. Einfach schnappen und über den Spurenrand ziehen. Aha, okay. Dann ist es weg, ja. Und dann loslassen. Schnappen? Schnapp, wenn man erwischt? Ah ja. Hinaufziehen. Hinauf. Weg ist er. Super, danke. Okay, wieder was gelernt. Ja, ja, das. Also ich habe von euch mehr gelernt als ihr von mir. Ich gehe also sehr reich von diesem Workshop Tonspuren Management. Ja, da sind wir ja schon mittendrin im Spurenmanagement. Da haben wir eigentlich das. Ah, wir schauen uns jetzt diesen Bereich an. Und dazu gehen wir wieder auf F1 oder das E, löschen die zweite Tonspur mit Spuren entfernen. Und jetzt habe ich hier oben in diesem Bereich, da steht weibliche Stimme, klicke ich an und da kann ich den Spurnamen auch verändern. Weil meistens ist dort keiner und dann gebe ich eben irgendeinen Spurnamen ein. Dann kann ich diese Spur, das Ganze ist ja Möglichkeiten bis zu 200 Spuren, wo es natürlich eh Sinn ist und nie gebraucht werden kann, aber ich kann die einzelne Spur stumm stellen, das heißt, ich höre nur eventuelle anderen Spuren. Und wenn ich auf Solo drücke, dann wird die Spur hergestellt. Wird sie sichtbar und hörbar. Sichtbar und hörbar. Hier habe ich eine Lautstärkeregelung. Die ändert nur die aktuelle Wiedergabe. Also in dem Moment nicht die Lautstärke des Stückes. Also die Spurlautstärke bleibt deswegen erhalten. Aber nur im Gesamtsystem, wenn mehrere Spuren wiedergegeben werden sollen, im Gesamtsystem wird die leiser gestellt. Das gleiche gilt für Stereospuren. Hier kann man sie nach links und rechts in der Intensität verändern. Und unten haben wir noch einen kleinen Pfeil. Das machen wir mit dem kleinen Pfeil, da kann man die Spur etwas kleiner machen. Weil wenn man viele Spuren hat, dann ist es oft, dann tut man die, die man nicht bearbeitet, einfach kleiner stellen. Und mit dem gleichen Hackerl kann man es wieder größer stellen. Aber das wollen wir auch dann in einem Beispiel sehen. Und wie geht es dann weiter? Den Import haben wir schon, bearbeiten auch schon, Export haben wir auch schon. Tastenkürzel. Wir werden bei den Übungen weitermachen. Ich möchte, dass wir einen Klingelton produzieren. Einfach aus vorhandenen Dateien wollen wir einen Klingelton, den tun wir hier reparieren und dann exportieren aufs Handy und dort einfach installieren. Das heißt, wir gehen wieder zurück.
bis keine Spur mehr da ist. Oder ganz einfach mit Datei neu. Aber dann fragt er später beim Speichern, wollen Sie dieses Projekt speichern? Wir machen jetzt wirklich ein Projekt, tun wir das von Anfang an richtig machen und tun das Projekt auch als Projekt abspeichern. Das heißt, Datei, Speicher, Projekt speichern unter und wir schauen wieder bei Ihnen, Linux-Tage, was haben wir, Übungsprojekte. Schauen wir im Ordner Übungsprojekte und dann nennen wir ein Projekt Klingelton. Klingelton. Meldung heißt das so, Projekt speichern ist für ein Audio City Projekt, nicht für eine Audiodatei. Was heißt das? Was ist der Unterschied zwischen Audio City Projekt und Audiodatei? Das ist eine gute Frage. Ja, jetzt fragt der Computer, sollte eine MP3-Datei gespeichert werden, dann kann man es nicht als Audio, Audacity-Datei speichern. Eine Audio-Datei hat immer die Endung MP3, WAV, IF oder so ähnlich. Und ein Projekt von Audacity hat immer die Endung AUB. Punkt AUB. Und so geht es jetzt nicht, das ist... Ja, ich meine, was ist nur ja, ich wollte nur wissen, ich wollte nur den Der Unterschied ist, das ist ein Projekt. In dem Projekt werden keine Audiodateien gespeichert, sondern die holt sich das Projekt von woanders her. Darum darf man da diese Dateien nicht verschwinden lassen. Ein die Grunddateien. Keine Audiodateien gespeichert sind? Nein. Okay. Klingelton AUB, also speichern. Ihr Projekt ist leer. Okay, ist mir bewusst. Wir holen uns jetzt aus unserem Verzeichnis irgendetwas und das heißt einen Ton importieren. Auch mit Umschalten, Steuerung und I möglich. Und da hören wir, haben wir uns was? Ich glaube, das ist in einem anderen Verzeichnis. Musik für Klingeltöne. Also unter Linux-Tage ein eigener Ordner, Musik für Klingeltöne. Und da suchen wir uns, wollen Sie etwas Rockiges oder etwas Softiges? Dann nehmen wir das Rockige. Whatever you want. Das habe ich lange Zeit als Klingelton gehabt und biete ich es jetzt an. Und zwar, welche Stelle werden wir nehmen? Natürlich das Intro, das hier erst anfängt. Also das rockige Intro. Okay, genug gehört. Das holen. Die Qualität ist nicht so wichtig. Fehlermeldung. Wird nicht erkannt. Aha, schauen wir mal in Ihr Verzeichnis. Wahrscheinlich ist der Dateiname. Ja. Und da ist dann was? Das MP3. Also es müsste gehen. Warte mal. Dann schließen Sie das noch einmal. Jetzt ist ein Problem aufgetaucht. Er erkennt diese MP3-Datei aus dem Speicher nicht. Er ist nicht vom Stick. Das ist
Nein, Audacity auch schließen? Gern, alles. Und jetzt den Dateimanager, den öffnen. Die Linux-Tage. Nein, das da, den Briefkasten. Ja, da die Linux-Tage. Was sind die Klingeltöne? Ja. Klingeltöne. Jetzt wurde mit der rechten Maustaste, also wenn man eine MP3-Datei direkt in ein Projekt laden will, dann klickt man das mit der rechten Maustaste und klickt mit Audacity öffnen. So, ne? Ja, öffnen mit Audacity. Vielleicht werden wir das gemeinsam auch noch machen. Erkennt die Datei nicht. Scheinbar ist ein Fehler in der Übertragung. Sorry. Aber bei Ihnen allen funktioniert es. Wir nehmen jetzt diesen Teil, diesen. Hübsche Games, wenn man es rüberschickt, in die Datei selber geht es. Danke, okay. Also es gibt immer wieder Wege, die nach Rom führen. Und das heißt, ich habe das jetzt ausgewählt. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Die erste, die haben wir heute schon gelernt. Das heißt, ich wähle Spuren, Textmarke bei Auswahl hinzufügen und schreibe hin Klingelton. Und okay. Ist das von Ihrer Seite okay? Sollte man das nicht irgendwie verfeinern, dass man es am Anfang leise und am Ende laut macht? Das wäre noch schöner. Dann machen wir jetzt einen Schnitt, und zwar schneiden wir alles weg, was nicht dazugehört. Und jetzt haben wir dann wieder eine Möglichkeit, einmal das, was nicht dazugehört, wegschneiden. Wie könnte ich das machen? Ihr habt da oben in der Menüzeile mehrere Symbole, das eine heißt Ausschneiden. Probieren wir das einmal mit Ausschneiden. Ist schon weg. Funktioniert. Gehen wir wieder rückgängig. Ich will Ihnen jetzt nur mehrere Möglichkeiten zeigen. Dann habe ich hier auch eine weitere Funktion. Die heißt Zuschneiden. Probieren wir die aus. Ui. Jetzt hat er alles andere weggeschnitten. Nur nicht das Markierte. Also das wollen wir nicht. Jetzt wähle ich die dritte Variante, die heißt, da steht nichts da, das heißt Stummstellen. Hier bleibt zwar der Raum erhalten, aber die Information wird weggenommen. Für unsere Zwecke wählen wir jetzt natürlich die erste Variante. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass ich das wegschneide. Und zwar ich hab das jetzt anders gemacht, ich habe den Klingelton-Teil markiert und dann habe ich das, die 1, 2, 3, 4 die Funktion genommen und dann hat er genau das. Genau, so geht's. Also, der Herr hat ganz richtig gesagt, das wollte ich Ihnen auch zeigen. Ich markiere das, was ich will und
Test und drücke auf diese C-Harmonika. Audio zuschneiden. Jetzt ist es da. Okay. Und jetzt wollen wir das natürlich am Anfang ein bisschen leiser. Was nehmen wir da? Wieder die Hüllkurve. Und, aber jetzt ist das so klein, man kann es nicht handheben. Was machen wir? Wir vergrößern es mit der Lupe. So, jetzt schaut schon besser aus. Jetzt kann ich hier den Anfang mit der Hüllkurve. Ich setze einmal, also ich bin jetzt auch zum mit Probieren. Ich, zwei Punkte und ziehe den einen so herunter. Und das funktioniert. Das heißt, es wird langsam lauter. Das gleiche mache ich am Schluss. Man muss es wirklich ganz genau erwischen. Jetzt sehe ich aber am Schluss, da sind noch zwei Ausschläge, Laute. Die möchte ich auch noch wegbringen. Daher mache ich das Ganze noch größer. Und jetzt lernen wir eine neue oder eine weitere Funktion kennen. Da unten in der unter dem Projektfeld ist ein Button, der nur dann aufscheint, wenn man mit der Maus über das hinunterfährt. Also jetzt ist er nicht sichtbar, ich fahre mit der Maus über die graue Linie und dann erscheint das Verschiebewerkzeug für das ganze System. Das ist ein bisschen kompliziert, weil man es nicht immer erwischt. Gehen wir schön in die Bildmitte. Wie haben Sie den gelben Rand weggebracht und was hat der für Bedeutung? Wo? Und du hast vorhin einen gelben Rand und den ganzen Audio-Bereich gehabt. Ja. Und den haben Sie jetzt weggebracht? Wie nicht, auch immer? Nicht bewusst. Ah, okay. Wenn Sie rückgehen, gehen Sie auf rückgehen. Ja, schauen wir mal, ob er wieder kommt. Ja, nein, er, geht weg, wenn man dann auf das I wieder geht. Okay. Das ist die Auswahl. Ach, das ist die Auswahl. Die Auswahl. Die Hüllkurve. Die Hüllkurve, okay. Ja. Das ist dann überhaupt alles gleich rein, okay, das war's. Das super. Das Rückgehen wieder rückgängig machen, weil sonst haben Sie dann. Dann, die Aufschwächung ja. Jetzt möchte ich diesen Haken heraus. Das heißt, es ist noch immer zu klein, um hier was zu machen zu können. Und jetzt ist es aber groß genug. Jetzt kann ich hier die Hüllkurve ansetzen. Oder man schneidet das einfach nochmal weg. Ne? Das wäre natürlich die sauberste Möglichkeit. So. Na, schaut, da oben darf ich nicht. Alter. Aber ich habe jetzt die Spitze noch immer nicht weggebracht. Also, das Beste ist, wir schneiden es weg. Ja. Ich finde, das geht dann schon einfacher mit dem Effekt ein- und ausblenden. Dass ich das. Ah, den, super. Dass ich den Bereich eben markiere und dann damit automatisch. Und dann schaue ich unter Effekte. Genau. Mhm. Probieren wir das gleich aus. Gehen wir zurück in das normale System. Dann klicken wir an Effekte. Und da gibt es sicher irgendein. Tempo und Tonhöhe gleitend ändern. Kann es das sein? Ja,
Nein, ausblenden, oben. Ja, aber ich muss zuerst den Bereich, den Ausblendebereich den markieren. Ausblendebereich markieren. Genau. Effekt. Ausblenden. Ja. Und wenn ich noch einmal drauf drücke, dann geht es noch besser. Super, danke. Jetzt sind wir schon so weit im Detail. Jetzt kann vor sein, dass in einer Aufnahme, die Sie haben, ein Kracher drinnen ist. Nehmen wir an, hier, das sei ein Kracher. Wie bringe ich den hinaus? Da gibt es eine Möglichkeit, und zwar, dass man ins letzte Pixel geht. Man spricht zwar hier nicht vom Pixel, aber in die letzte Toninformation, indem man das so groß macht, die Ansicht mit der Lupe. Tun wir mal die Markierung weg. Also wir wollen das so groß machen, dass wir die Punkte sehen. Jetzt ist es soweit. Das heißt, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo das ist. Ne? Das ist das Problem. Aber so können Sie, indem Sie hier im letzten Detail so einen Punkt. Jetzt habe ich eine Frage. Gibt es in aller Sicht die Möglichkeit, dass man zwischen diesem extremen Zoom, den Sie da jetzt haben, und der Normalansicht hin und her springt? Und dass man da immer alles reinzoomt und rauszoomt? Dass man praktisch zwei Zoombereiche definiert, ja. Zwischen diesen zwei Zoombereichen hin und her springt? Meines Wissens nicht. Ja, aber super Sache. Weil das Ehren. Ich weiß auch nicht jetzt, wie man kann diesen einzelnen Punkt verändern. Weiß es jetzt nicht. Ja, markieren. Markieren? Einfach den Punkt markieren und dann. Also ich mache es persönlich so, wenn ich so eine Spitze drinnen habe, ja. Dann markiere ich den Punkt und lösche ihn ganz einfach aus. Der ist so kurz, man hört den nie. Wenn es also wirklich ein Knackser ist, zum Beispiel von der Schallplatte, dann einfach die Spitze rausschneiden und fertig. Okay. Die Multiwerkzeugkamera. Oder halt mit der Hüllkurve könnte man auch reduzieren. Ja, aber warum geht es bei mir jetzt nicht? Ah ja, genau, mit dem Multiwerkzeug. Ja, genau. Geht es bei Ihnen, dass Sie diese ein oder zwei Punkte markieren können? So, man kann direkt zugreifen, also man auch greift ganz einfach auf den Punkt selbst zu. Es gibt auch den Effekt Referieren. Wenn man zum Beispiel das an Hochzeit drin hat, kann man das mit Referieren in der Leine kriegen. Okay. Du brauchst einfach den Stift, das Stiftwerkzeugstab in der Hand. Oder den Stift, ja. Stift? Ja, dann kann man das überhaupt komplett gestalten. Ah, danke. Mit diesem Stift. Jetzt haben wir auch ein Werkzeug, das ich vorher nicht gekannt habe. Mit dem Stift können einzelne Punkte da, damit können Sie. Genau. Danke. Man kann mit dem Stift ganze Linien ziehen, also da kann man ganze Linien ziehen. Ja. Also das ist möglich. Ja, ich tue das nivellieren. Ja. Das Musikstück wollte er nicht mehr zeigen. Nein, das ist ja nur eine Zehntelsekunde. Gell? Okay. Also, super Zusammenarbeit. Wir gehen wieder auf ein Normalbild. Wie war das Löschen nochmal von einzelnen Punkten? Löschen von. Noch einmal. Ich gehe wieder zurück auf diese. Ganz groß machen. Also, das ist ja schon zu groß. Und zwar, Sie gehen auf dieses Werkzeug, den Bleistift hier. Zeichenwerkzeug heißt es. Anklicken. Und damit dann entsteht ein Bleistift. Und mit diesem Bleistift können Sie jeden Punkt verändern. Verschieben. Verschieben.
mit Steuerung 1, Steuerung 2 und Steuerung 3 können Sie rein, raus und normal zu machen. Steuerung 1, Steuerung 2, ah. Also, das wird das hin und her springen. Ja, genau, das wird hin und her springen. Also Steuerung 1. Probieren wir gleich mal Steuerung 1. Ist das einmal die Frage geklärt? Nein. Ich kann den Punkt nicht löschen. Aber das geht gar nicht. Geht gar nicht. Es ist jeder, das ist das Musikstück, hat 2 Millionen Punkte. Achso, das ist ja Fixum. Das ist ja Fixum. Und so, die sind irgendwo. Aber wir sind noch viel gesagt, auf einen markieren und dann löschen. Nein, geht nicht. Das geht. Das war eh. Steuerung E ist genau die Markierung. Steuerung E. Vergrößert den Zoom zu Hause. Steuerung E mit. Genau. Bitte nochmal die, jetzt die Veränderung, und zwar das Zusammenführen und die Lupe eigentlich mit Steuerung 1, haben Sie gesagt. Genau. Also ich probiere jetzt auch Steuerung 1 oder Steuerung F1. Eine andere Steuerung 1, also oder Control 1 oder so. Aha, und Steuerung 2? Das ist normal und Steuerung 3 ist drunter wieder raus sozusagen. Also bei Steuerung 1 zum da rein, bei 2 ist wieder normal und bei Steuerung 3 zum da raus. Heraus, aber da muss. Ja. Steuerung 3. Aha, jetzt habe ich Steuerung 3 geklickt. Das heißt, es wird komprimiert. Steuerung 2. Das ist normal. Das ist normal, aha. Schauen wir mal, ob die Datei da ist. Die ist gar nicht mehr da. Doch. Ah, da. Aha, das ist normal. Und Steuerung 1. Aha, da wird sie gedehnt. Also dehnen heißt Steuerung 1, normal Steuerung 2 und komprimieren Steuerung 3. Danke. Und die Steuerung E? Auf den markierten Bereich, also wenn man sich etwas markiert, dann wird der maximal vergrößert. Und Steuerung F gibt es dann auch, glaube ich, das ist dann das gesamte Projekt. Mhm. Okay, da sind wir jetzt schon bei den Tastenkombinationen. Und zwar, wenn Sie in der Hilfe nachschauen, ist da hin. Ich glaube unter Handbuch. Ja. Okay, egal wie das auch immer ist, ich habe für Sie die Tastenkombinationen, die in der Hilfe irgendwo zu finden sind, die in Englisch sind, redigiert auf ein zweiseitiges Maß. Das ist auch in Ihrer Datei, schauen Sie bitte jetzt unter Linux 2017. Links- und Tastenkombinationen. Im Ordner Links- und Tastenkombinationen. Das Öffnen, da sind alle Links einmal unter Links OTT einfach herauskopiert. Existiert nicht. Aha. Die Datei. Vielleicht ist es da. Ja, das sind die Original-Tastenkombinationen. Zum Beispiel New, neue Datei heißt Steuerung und N, also gleichzeitig. So. Ich habe es dann in Tabellenform für Sie gebracht.
und zwar die mir immer untergekommen sind und die ich brauchen könnte. Wir müssten nur einen Modus finden, wie sie die bekommen können. Sind ihre E-Mail-Adressen evident bei den Linux-Tagen? Ich habe gerade versucht, den Thunderbird zu starten, aber der aber sie ist nicht konfiguriert. Sie können in Ihren Vortrag auf die Homepage oder sowas geben oder sowas, das da ja, das Vortragskriptum oder sowas und dann braucht ihr Ihren Vortrag nur anklicken und dann. Okay, das ist eine akzeptable Möglichkeit. Ja. Okay, machen wir so. Brauchen Sie sonst noch etwas? Wir brauchen nur zu Ihnen gehen. Ja. Dort kommt sie hin und Sie können es dann, wenn das vorrätig ist, herunterladen. Dann kann man es dann runterladen. Ja, was kann ich noch anbieten? Wir haben ja etwas begonnen, den Klingelton. Ist das so vollständig für Sie? Weil wir haben ihn nicht exportiert. Nicht? Man müsste ihn exportieren. Ist okay. Sind noch irgendwelche Fragen offen, die ich nicht beantworten kann? Grundsätzlich mal eine Frage. Mein kleiner Freund da, der Rekorder, hat das Problem, dass meiner Videocam immer wieder davonläuft. Ja. Das Problem ist die Aufnahme, also die Aufnahmefrequenz von 44.100 kHz und wird 48.000. Mhm. Freund von mir hat das schon probiert, ich habe es jetzt bei Audacity nur theoretisch mal ausgetestet, noch nicht wirklich ausprobiert. Hilft es, wenn ich über Audacity beginne, das umzurechnen, dass die Geschwindigkeiten sozusagen angeglichen werden? Das ist die Aufnahmefrequenz. Die Aufnahmefrequenz, ja. Samplerrate heißt das. Samplerrate, genau. Bin ich überfragt. Tut mir leid. Gut. Haben Sie auch ein Videoschnittprogramm in Verwendung, das Sie empfehlen können? Und ja, empfehlen kann ich es nicht, weil ich selber noch, geht es mir noch eher als bei Audacity. Das heißt Caden Live. OpenShot soll ja ganz gut sein. OpenShot, okay. OpenShot auch für Linux? Auch für Linux, Gott für Linux. Okay. Ja. Das heißt, da kann ich dann diese Tonspur, die ich da erzeugt habe oder sowas, könnt ihr dann importieren oder sowas. Und okay, also für Sie auch ein Videoprogramm. Okay. Da kann Videoschnitt und Audio mixen. Caden Live und OpenShot. OpenShot ist gut. Ist gut? Mal schauen. Vielleicht brauche ich mich weniger ärgern. Ja, meine Damen und Herren. Damen, leider keine da. Es war wirklich eine Freude für mich, mit euch zu arbeiten, weil ich mehr gelernt habe als ihr vielleicht. Aber schön, dass ihr alle mitgearbeitet habt und da wart. Danke vor allem für diese super Mitarbeit und alles Gute weiter. So, wenn es Detailfragen, ich bin eh noch da. Was haben Sie da für Aufnahmegerät? Das heißt, sagen Sie, kontrollieren sich da immer selbst oder sowas? Haben Sie da ein? Das habe ich da eingestellt. Was also? Das ist mein Handy. Drücke auf die Aufnahmetaste, importiere das in Audacity. Spezielle App oder sowas? Oder? Nein, gar nichts. Der Rekorder. Der Rekorder, okay. Schaut so aus, Diktiergerät. Okay. Qualität gar nicht schlecht. Und das sind also MP3 oder so? Der dort, der hat ein anderes Format, aber Audacity erkennt. Und das könnte man dann umwandeln, soll ich schon sagen. Und dann ich tue so vom Audacity in MP3. Und das, was ich immer wieder hören will, das kommt dann wieder zurück. Okay. Ich
prinzipiell jede MP3, die ich habe, verwenden, aber gibt es irgendwas geschützt, dass wenn ich das von einer normalen Audio-CD umwandle auf MP3, dann kann ich mit einem ganz normal arbeiten und da gibt es einen Schutzmechanismus, so hat Kopierstock oder geht einfach alles? Na, die Frage ist, ob man, wenn man von einer Wave-Datei oder von einer CD etwas auf MP3 umwandelt, ob das irgendwie geschützt ist. Ne? Meines Wissens nicht. Nein. Sie können alles MP3. Sie können es für eigenen Bedarf. Urheberrechte natürlich müssen Sie wahren. Ne? Für eigene Zwecke verwenden. Ja. Da gibt es keine Chance. Aber es gibt ja alles. Sie können ja alles herunterladen von YouTube. Das ist ja für mich auch eine ganz klasse Musikquelle. Ne? Und alles, was von YouTube kommt, ist eigentlich für mich. Ist eigentlich legitim, ja. Jetzt machst du damit keine Führung. Bitte. Sind Sie verwandt mit dem Jazzmusiker? Nein. Nein. Da gibt's auch, der heißt auch Kuschnick. Das wusste ich gar nicht. Ich kenne nur einen Eishockeyspieler. Aber nein, ich glaube, gibt es einen aus Kärnten, glaube ich. Ja, ist ja Kärnten. Aber. Dann zeige ich Ihnen das. Wir schauen ins Projekt Audacity. Und nehmen einmal Datei importieren wieder. Das zweite Musikstück. One Way Wind. So, wo kommt das? Da kommt eine Stelle, Why You Blow the... Schauen wir gleich. Du hast jetzt kommt eine Stelle, ich singe einfach die zweite Stimme dazu und nehme sie auf. Und dann mische ich beide zusammen. Oder ich höre einzeln. Nicht? Bitte nicht auf Qualität achten. Also dort, wo der Cursor steht, beginnt die Musikaufnahme. Genug gequält. Jetzt schauen wir das, wie können wir das beides anhören? Wieder mit der Wiedergabetaste. Und jetzt nur meine Stimme. Aber die obere Stimme gestellt. War nicht schön, aber es ist für Sie zu merken. Das geht, wie es geht. Das geht. Das ist weg, ja. Da wird es eigentlich interessant, nicht, wenn man das merkt. Da wird es interessant, weil man. Wenn man da Instrumente so spielt. Ja, ich spiele die Spur. Also die. Bei uns ist es natürlich gestört, dass in der neuen Spur, die Sie jetzt erzeugt haben, die Musik von der alten Spur drinnen war. Da müsste man jetzt Kopfhörer drauf. Genau, das ist der Trick. Ich mache das auch mit Kopfhörer. Also, ich mische nochmal alles durch die Gegend. Ja, ist ja nicht gewollt. Also ich habe es nur für Sie gemacht, sonst mache ich das mit Kopfhörer. Und daher, durch dieses Stummstellen der einzelnen Spuren und Solo kann ich genau auswählen, was ich hören will. Ja, gute Frage. Ich erzähle Ihnen gerne, ich habe viel Zeit, was Sie noch wissen wollen. Ja, wenn Sie zum Beispiel jetzt das neu aufgenommene von Ihnen,
Lautstärke technisch zum Beispiel an das andere anpassen wollen. Okay, machen wir. So dass das, das eine Harmonie ergibt, dass das eine nicht zu leise oder das andere nicht zu laut ist. Und so. Genau, machen wir gleich. Ich tue jetzt das in eine Monospur umwandeln, das obere, damit man besser sieht. So, das ist jetzt ein bisschen laut. Was mache ich? Ich markiere es. Man sieht zum Beispiel an der Optik schon, dass das, was Sie gesungen haben, deutlich dynamischer ist als das Original. Ja, und das ist ungewollt. Ja, aber das ergibt ja diese gewisse Disharmonie. Ne? Daher, wir sind ja heute, habe ich keine Effekte dort auf meiner Liste. Und der Effekt, da kann ich etwas, habe ich zwei Möglichkeiten. Das muss weiter unten sein. Verstärken. Unter Verstärken habe ich einen Schieberegler und kann das um bestimmte 50% oder 50 dB ist ein bisschen zu viel. Tun wir es um 20 dB. Also Geräuscheinheiten verminden. Bleibt nicht viel über. Das war schon zu viel. Okay, also so in der Art. Okay. Die zweite Möglichkeit zeige ich Ihnen auch, weil die sehr begrenzt ist, das Verstärken da unten. Das ist der Leveler. Da kann man verschiedene Grade verwenden. Und ich tue es jetzt wieder ein bisschen verstärken. Dann rechnet er um. Jetzt ist noch immer zu wenig. Gebe ihn noch ein Schäuferl nach. Und der Leveler, sehr stark. Man muss aufpassen, das obere ist. Jetzt ist das obere markiert gewesen. Okay, Sie sehen, markieren heißt, mit dem geschieht was. Und wenn nichts markiert ist, geschieht nichts. Das ist eben das Lehrgeld, das man zahlt. Dann gibt ja die Rücktaste. Super. Rücktaste. Das wie viele Schritte kann man rückgängig machen? 50. Also, es sind mir bekannt. Ich habe sie noch nie gebraucht. Aber das ist wirklich klasse. Man macht oft einen Fehler und dann Rücktaste. Und der Leveler war jetzt diese Anpassung der Lautstärke an den lauter oder leiser. Für den gesamten markierten Bereich. So. Gibt's noch Fragen? Dann sind Sie entlassen. Es war wirklich eine Freude. So, danke. Bitte, danke. Ja. Wer mich anrufen will, eine Frage hat, gerne, schreibe Ihnen meine Nummer auf. Und das etwas größer. Ich habe auch einen Anrufbeantworter, also ich rufe dann. Fragen Sie nur Audacity sagen dann. Das ist was ja nicht, dass ich das da entstanden habe. Dankeschön, Wiedersehen. Wiedersehen, danke auch. Mit dem Kopfhörer am Anfang meint, was dazu aufgenommen und gesungen haben, dass dieser Hintergrund gelaufen ist und da brauche ich nur den Kopfhörer anstecken, ist der Ton. Der schaltet den Ton weg, wie das heißt? Das geht automatisch, da brauche ich das nur anstecken. War nur anstecken, ja.
Wie haben Sie das aufgenommen jetzt eigentlich? Wie Sie das gesungen haben? Das ist mein internes Mikrofon. Achso, und das ist da oben. Ah, okay. Also das haben Sie direkt mit auf. Mit also, Sie die aufgenommen. Ja, in Auto. In Auto, nicht zwischen in keiner Datei. Also direkt in Audacity. Ah. Ah, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Wenn man da gedacht hat, Sie nehmen es mit dem Handy auf und spielen es dann dazu. Ja. Dass Sie, singen das, Sie singen das direkt. Ja. Das ist cool. Ah, okay, danke vielmals. Bitte. Jetzt habe ich aber einen Durst. Da finden wahrscheinlich die 100.000 speziellen Kanal dazu. Nein, da kommen immer die ersten und das ist ein Business. Und wie haben Sie das selber entdeckt? War das ein Zufall? Oder? Nein, ich glaube, im Zuge der Umstellung auf Linux habe ich irgendwas gesucht. Ich meine, läuft das unter Windows eigentlich auch? Gibt es eine Windows-Version von dem auch? Ja, kann man unter Windows auch. Okay. Ja. Ja, das ist super Ding. Also bei dem, das hätte ich Ihnen zeigen wollen. Nicht? Der Download ist für Mac, für Windows und für Windows. Aber das ist ja der Link da oben. Der Link da. Genau. Ja. Da kriegen Sie die drei Jahre. Ja. Ja, das habe ich ja irgendwie aufgeschwört. Ja, das ist auch ein super Sache. Und vorher haben Sie, das Magix verwendet? Ja. Magix, ja. Sample durch den Musikstudio. Okay. Ist 2008. Das ist nicht vergleichbar, oder was das ist. Es ist benutzerfreundlicher. Ja, ja. Es ist also optisch professioneller. Ja, aber das, der Dateiname, ja, das haben sie nicht kennen. Obwohl ich sie gesagt habe, warum macht sie das? Nein, ist nicht im Programm. Und da fragen wir, ist es. Okay. Geht nicht mehr zurück. Da haben Sie gesagt, eine WAF-Datei ist qualitativ höherwertig als ja. Ist ein 10, das braucht 10 mal so viel Speicher. Wollte ich gerade sagen, das ist ein 10. Und macht das für ein Haus gebaut, dass man einen Unterschied, ob jetzt mit WAF oder MP3 hat, wahrscheinlich auch nicht. Wenn man, wie gesagt, man weiß ja, dass wenn man das von für CD. Also, weil Sie eine gute Anlage haben, sagen Sie. Die haben es. Also, da braucht man das Gehör dazu. Ne? Ich glaube, das Gehör nicht, dass ich das unterstütze. Nein, du kannst das nicht. Die Obertöne nicht. Ja, das ja. Aber es ist, man soll schon abstimmen. Ne? Wenn der super Anlage ist, super Kopfhörer, dann soll er auch. Rief sein. Ja, okay. Ist das genau ein Unterschied eigentlich? Sind das einfach die mehr Informationen?